Wollen wir sprechen. Bei uns im Studio Julius von der Leyen, er ist Analyst für US-Politik. Schön, dass Sie bei uns sind. Und wollen wir mal sprechen über diese Einladung von Donald Trump. Wir wissen ja, die Fronten sind wirklich sehr, sehr verhärtet. Wie schätzen Sie das ein? Kann bei dieser Gesprächsrunde überhaupt schon irgendwas rauskommen, was den Shutdown nur ansatzweise beenden könnte? Gut, Trump muss liefern. Wenn wir uns die Umfragen anschauen, dann sieht man ganz klar, dass die Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner gegen den Shutdown sind und vor allem auch nicht bereit dafür sind, dass der Kongress für die Mauer bezahlt. Und das spielt natürlich den Demokraten in die Hände. Chuck Schumer und Nancy Pelosi, also die beiden Führer aus dem Repräsentantenhaus und Senat auf der demokratischen Seite, kommen heute ins Weiße Haus und wollen verhandeln. Natürlich ist jetzt die Frage, was können sie rausverhandeln? Sie haben die deutlich stärkere Verhandlungsposition als Donald Trump, der natürlich immer und immer wieder diese Mauer angekündigt hat und auch gesagt hat, ich bleib hart. Aber er hat auch gesagt, die Mexikaner sollen sie bezahlen, das oder? Ist im Wahlkampf. Das Interessante, ne? Im Wahlkampf hat er gesagt, Mexiko wird dafür bezahlen. Genau. Und Mexiko hat ganz klar gesagt, wir bezahlen nicht dafür. Und ich glaube, das ist das Dilemma, in dem man natürlich jetzt steckt. Auf der einen Seite zu sagen, ich muss irgendwie einen Deal hinbekommen, weil die Deutungshoheit, die ist natürlich gerade auf der Seite der Demokraten. Die Leute wollen, dass die Regierung funktioniert. Die wollen, dass die ganzen Ministerien auch adäquat finanziell ausgestattet sind. Insofern muss Trump jetzt natürlich irgendeine neue Dynamik reinbringen. Er kann aber eben auch nicht seine Basis im Regen stehen lassen und sagen, die Mauer vergesst jetzt einfach. Das würden ihm einfach zu viele Leute krumm nehmen. Und ich glaube, gerade auch mit Blick auf 2020 und seine Wiederwahl, ist das nicht eine offene Flanke, die er sich geben kann. Lass mal noch mal über diesen Shutdown genau sprechen. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen in den USA? Wie wirkt sich das konkret aus? Ganz konkret ist es natürlich, dass zum Beispiel Nationalparks geschlossen bleiben. Dass die ganzen nationalen Monumente in Washington, die ganzen Ausstellungen, Galerien und so weiter, alle geschlossen sind. Insofern, Touristen kommen zwischen den Jahren ins Kapitol, wollen sich natürlich die ganzen Monumente anschauen. Und dort ist erstmal geschlossen. Das sehen wir, wie gesagt, mit den Nationalparks, insbesondere auch gerade in Kalifornien. Aber natürlich ganz spezielle Sachen, auch National Security Agency, also Homeland Security Department, dort, wo eben für die nationale Sicherheit gesorgt wird, dort ist nur noch Essential Personnel, also die wichtigsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen überhaupt arbeiten gehen. Das ist auch nicht so, dass jemand sagt, ich komme freiwillig rein und arbeite, sondern nur die wichtigsten Mitarbeiter dürfen überhaupt ins Haus rein. Und da sagen die Demokraten aber auch, wir werden zumindest die National Security Agency, also die Leute, die Homeland Security, wenn wir weiter bezahlen bis zum 8. Februar, sobald sie dann morgen eingeschworen sind. Insofern sieht man dort den ersten kleinen Kompromiss. Aber erstmal, die Regierung ist weiterhin gestoppt. Nur die wichtigsten Leute sind am Arbeiten. Jetzt haben Sie schon mehrfach darauf hingewiesen, morgen also die Mehrheit im Repräsentantenhaus geht an die Demokraten. Ist das eine Zeitenwende, weil Donald Trump jetzt einfach stärker kontrolliert werden kann? Ist das eine Zeitenwende für seine Präsidentschaft? Ja, absolut. Ich glaube, Donald Trump hat natürlich die ersten zwei Jahre durchregieren können. Mit Kongress, Senat, Haus und dem Weißen Haus. Sehr komfortabel. Das ist natürlich auch die Krux, dass er es nicht geschafft hat, einen Haushalt durchzusetzen, wo er doch alle Branches of Government, also alle drei Sparten, kontrolliert hat. Und die Demokraten können natürlich jetzt deutlich mehr ihm auf die Finger schauen, können sagen, wir wollen wirklich nochmal deine Steuern zum Beispiel sehen. Wir wollen die ganzen Leute vorladen, die wir in der Vergangenheit nicht vorladen konnten. Insofern deutlich mehr Druck auf Donald Trump. Ich gehe davon aus, dass die meisten Mitarbeiter aus dem Weißen Haus, zumindest die politischen Mitarbeiter, vorgeladen werden. Und die Frage ist natürlich, wie effektiv kann jemand und vor allem eine Regierung, eine Administration regieren, wenn ständig Rechtsanwälte da sind, ständig Leute vorgeladen werden? Und wie viel kann Donald Trump dann wirklich auch in Regierungsarbeit investieren und wie viel muss er Verteidigung spielen? Was wäre denn das Worst-Case-Szenario, wenn man sich jetzt einfach nicht einigen kann? Dann bleibt das Government geschlossen. Allerdings muss man auch sagen, die Demokraten haben im Endeffekt im Moment noch einen Vorteil. Die Frage ist natürlich, wie lange hält der? Leute schauen natürlich nach Washington und sagen, Moment, wir wollen eine Regierung, die funktioniert, die arbeitet. Die Leute sollen ihren Job machen, genauso wie wir unseren Job auch machen. Und die Demokraten, wenn die einfach nur auf Sieg spielen und sagen, wir wollen Donald Trump diesen schwarzen Peter in die Hand schieben, ich glaube, dann werden Leute auch relativ schnell Frustrationen gegenüber den Demokraten entwickeln. Werden sie aber vielleicht auch Frustrationen gegenüber den Präsidenten entwickeln, wenn der sich eben zu stur zeigt? Und dieser Frage ist ja für beide vielleicht ein zweischneidiges Schwert. Absolut. Und ich glaube, das ist ja das, was wir im Moment sehen. Sowohl Kongress als auch Donald Trump haben historisch niedrige Umfragewerte. Und die Frage ist natürlich, wer kommt am Schluss am schlechtesten raus? Donald Trump ist derjenige, der oben steht. Und im Endeffekt, das, was wir gerade in den Umfragewerten sehen, ist, dass 57% der Meinung sind, Donald Trump ist schuld an dem Ganzen und muss natürlich jetzt auch nachgeben, um sicherzustellen, dass die Regierung wieder geöffnet wird. Am Ende bleibt die Frage, wie lange kann so ein Shutdown dauern? Da gab es in der Geschichte der USA monatelange Shutdowns. Richtig. Was passiert da? Nochmal, heute ist das erste Treffen. Ich bin zuversichtlich, dass da Nancy Pelosi und Chuck Schumer erstmal offen reingehen. Die wissen auch, sie haben jetzt die Gelegenheit, sich als Dealmaker zu positionieren, zu zeigen, wir sind verantwortungsvoll. Und ich glaube, das ist auch die richtige Strategie mit Blick auf die 2020-Wahlen, dass die Demokraten sagen, wir sind die Partei, die regieren will, die nicht einfach nur dicht machen, so wie es Donald Trump die letzten zwei Jahre gemacht hat. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Julius von der Leyen, danke schön für Ihre Einladung.